Morgen. Morgen, immer der Nase nach. Sind wir heute Morgen schon lustig, ja? Guten Morgen, Sarah. Morgen. Gut. Hallo, grüß dich. Eher nicht. Bei dem Fall stimmt hinten und vorne was nicht. Würde mich nicht wundern, wenn irgendjemand versucht, etwas Krasses zu vertuschen. Wie kommst du darauf? Na, ich bin mir ziemlich sicher, es handelt sich um ein Tötungsdelikt, das als Wasserunfall getarnt werden sollte. Er liegt schon ein paar Tage hier, aber Ertrinken ist nicht die Todesursache. Er hat eine riesige Fraktur hier am Hinterkopf. Das ist die Todesursache. So wie es hier riecht, ist er auf jeden Fall schon länger tot. Circa 6 Tage, ja. Hat er Personalpapiere bei sich? Nee, nichts. Aber ich habe noch eine abgefahrene Info für euch. Was du wieder aus dem Hut zauberst. Die Kollegen von der Streife haben rausgefunden, dass ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vor ein paar Tagen als vermisst gemeldet wurde. Lothar Fischer. Also da habe ich jetzt aber was Abgefahreneres erwartet. Moment. Diese Vermisstenanzeige wurde am nächsten Tag wieder zurückgezogen. Da stinkt doch was zum Himmel. Tja, du kommst alleine klar, nehme ich an. Klar, abgehärtet. Ja, dann checken wir mal, wer da die Vermisstenanzeige zurückgezogen hat. Komm, ich helfe dir. Zu gütig. Ja, so bin ich. Mach's gut, Sarah. Ciao. Bis dann, ciao. Ich habe die Vermisstenmeldung aufgegeben, aber ich habe sie sofort zurückgezogen, als ich erfahren habe, dass er bei seinem Freund ist. In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Vermissten? Ich bin die Verlobte. Wir sind seit einem halben Jahr zusammen und er ist beruflich oft unterwegs, weil er für diese Fahrradfirma im Vertrieb arbeitet. Aber es wird sich jetzt eh alles ändern. Ich bin im 3. Monat schwanger. Wann haben Sie Ihren Verlobten denn zuletzt gesehen? Vor einer Woche. Ich habe erfahren, dass ich schwanger bin und habe ihn angerufen. Er war überrascht und hat gesagt, er braucht Zeit. Aber so ist er eben. Das legt sich wieder. Katrin, alles gut bei dir? Brauchst du Hilfe? Nein, alles gut. Das ist meine Mutter Agnes. Ihr gehört die Gärtnerei und unser Mitarbeiter Sven Bülow. Ja, schönen guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, meine Kollegin Stamm. Hallo. Der Grund, warum wir heute eigentlich hier sind, wir haben einen Toten gefunden, auf den passt die Beschreibung Ihres Verlobten. Nein, nicht mein Lothar. Ich habe vor 3 Tagen mit seinem Kumpel Kai telefoniert. Er hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Er braucht einfach nur Zeit. Wie heißt dieser Kumpel mit Nachnamen? Kai. Kai Paulsen. Und wo wohnt der? Trudering. Oh, das Handy ist aus. Okay, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Haben Sie ein Foto von Ihrem Verlobten? Das ist mein Lothar. Ein DNA-Abgleich wird Gewissheit bringen. Du, würdest du dich bitte mal da hinten um die Kundin kümmern? Danke, Sven. Okay, dann danke Ihnen erstmal. Wenn wir noch irgendwas Neues rausfinden, melden wir uns bei Ihnen, ja? Ja. Mhm. Wiedersehen. Wiedersehen. Jo, Alex, ich bin's. Du, check doch mal bitte einen Kai Paulsen. Der wohnt irgendwo in Trudering. Bei dem könnte sich ein Lothar Fischer aufhalten. Am besten fährt da mal jemand vorbei. Dankeschön. Oh, du lebst gefährlich, wenn du da sitzt, das weißt du. Ach, Alex. Also, Kai Paulsen, mach dich auf. Er und Lothar Fischer sind nicht auf dem Handy zu erreichen, also irgendwie ist das Ganze echt merkwürdig. Ja, total. Der erfährt von seiner Verlobten, dass sie schwanger ist und ist dann eine Woche weg und sie hört nichts von ihm? Wobei, das würde dafür sprechen, dass er der Tote im See ist. Ja, aber dann hat Kai Paulsen Katrin Vollmer angelogen, als er ihr vor 3 Tagen erzählt hat, dass es ihm gut gehen würde. Oder sie hat gelogen. Mhm. Leute, der Fall wird immer abgedrehter. Lothar Fischer ist mit diesem Geburtsdatum in Bayern nicht gemeldet. Vielleicht ist er woanders gemeldet. Das machen ja viele, dass sie sich nicht ummelden. Ja, du Schlaumeier, daran habe ich natürlich auch gedacht. Aber der Typ ist auch in ganz Deutschland nicht gemeldet. Er existiert überhaupt nicht. Hä? Und das ist den Kollegen, die die Vermisstenanzeige aufgenommen haben, nicht aufgefallen? Da hake ich aber mal nach. Ja, und ich fahre mit Micha zu seiner Verlobten und frage sie, was sie darüber weiß. Ja. Macht's gut. Jo. Und ich mache hier weiter. Es kann nicht sein, dass Lothar unter falscher Identität gelebt hat. Leider doch. Katrin? Ist alles okay?
Warte, ich hol dir ein Wasser. Ist wirklich alles okay? Sollen wir ihn einen Arzt rufen? Kind? Alles in Ordnung? Entschuldigen Sie, aber könnten Sie bitte ein wenig mehr Rücksicht auf meine Tochter nehmen? Sie ist schwanger? Ja, das würden wir wirklich gerne, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Ihr Verlobter, Lothar Fischer, hat unter falschen Personalien hier gelebt. Nein, das muss ein Irrtum sein. Nein, das ist leider kein Irrtum. Wir brauchen irgendwas, um seine DNA zu bestimmen, eine Zahnbürste oder sowas. Können Sie mal gucken, ob irgendwas hier ist? Ich schau mal. Danke. Konnten Sie Kai Paulsen oder Ihren Verlobten dann noch mal erreichen? Bei Kai geht immer nur die Mailbox dran und Lothars Handy ist aus. Immer noch. Okay. Brauchen Sie wirklich keine Hilfe? Wir können Ihnen einen Arzt rufen. Ich habe hier seine Mütze gefunden. Sehr gut. Einfach hier reinstecken. Gut, dann lassen wir Sie auch erstmal in Ruhe. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Jo, Sarah. Du, warte, ich stell dich direkt auf laut, dann kann Dani mithören, ja? Jo. Hey ihr, also, der Todeszeitpunkt steht jetzt fest. Vor 6 Tagen zwischen 17 und 21 Uhr. Aber das ist noch nicht alles. Die Obduktion hat ergeben, dass der Tote ein implantiertes Hörgerät hatte. Das wiederum hat eine Seriennummer, die uns zu einem Mann namens Lothar Brückner führt, der in Ingolstadt gemeldet ist. Jo, Sarah, alles klar. Das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank, ja? Ciao. Unser Toter? Gut möglich. Wir müssen jetzt überprüfen, ob Lothar Fischer und Lothar Brückner eine und dieselbe Person sind. Am besten, wir fahren selbst nach Ingolstadt. Ja? Ein Ausflug mit dir nach Ingolstadt. Ein Traum. Ja. Bist du? Ja. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Also, die DNA an der Mütze ist identisch mit der an der Leiche. Das heißt, er hat ein Doppelleben geführt. Oh Mann, es wird kein Kinderspiel, dir das zu erklären. Nein. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Naseband, Stamm, wir sind von der Kriminalpolizei. Frau Brückner? Ja, wieso? Ist was passiert? Ja, können wir Ihnen das wohl drin erklären? Ja, natürlich. Kommen Sie schon mal rein, ich bringe nur den Kleinen ins Bett. Was ist denn los? Setzen Sie sich vielleicht da erstmal, Frau Brückner. Okay. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihren Mann tot aufgefunden haben. Was? Nein, das kann nicht sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor einer Woche ungefähr. Er ist beruflich ziemlich viel unterwegs. Und Sie haben noch nicht mal telefoniert? Doch schon. Er war ziemlich neben der Spur in letzter Zeit. Er wollte seine Ruhe haben. Das habe ich dann auch akzeptiert. Frau Brückner, wussten Sie, dass Ihr Mann ein Doppelleben geführt hat? Ein Doppelleben? Was meinen Sie damit? Er hatte noch eine zweite Beziehung in München. War sogar verlobt. Verlobt? Na, deswegen war er so eigenartig. Frau Brückner, ich muss Sie das fragen. Wo waren Sie Dienstag zwischen 17 und 21 Uhr? Hier wahrscheinlich, bei meinem Sohn. Ich muss jetzt auch nach ihm schauen. Natürlich. Sollen wir vielleicht irgendjemanden für Sie anrufen? Nein, ist schon okay, danke. Ich muss jetzt wirklich... Ja, kein Problem. Wir finden raus. Okay. Wenn es was Neues gibt, sagen wir Bescheid, ja? Ja. Wir müssen unbedingt diesen Kai Paulsen finden. Warum behauptet der vor 3 Tagen noch, dass Lothar Fischer bei ihm gewesen ist? Da war er doch schon tot. Vielleicht war das so ein Männerding. Aber wir stellen einen Zivilwagen bei ihm vor die Tür. Wenn er auftaucht, wissen wir Bescheid.